Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Aloha zu unserem Tagesimpuls vom 14. Juli. Die Tagesenergien für heute sind das 10. Siegel Anina. Dann haben wir das 3. Siegel Solaia. Und wir haben das 5. Siegel Anjulu. Oh, es ist echt intensiv, das wie stark Vanita und Anjulu wirklich im Juni und Juli vorhanden sind. Ja, dann befreien wir heute einmal mehr das, was wir sein wollen, das, was wir ausdrücken möchten. Ich glaube, es geht wirklich sehr stark darum, dass viele, viele Menschen glauben, die eigene Wahrheit auszusprechen, nenne ich es jetzt mal, hat etwas mit Reden zu tun, ja, aber das kennt bestimmt jeder in Argumenten, gerade in Streitgesprächen, wo wir wirklich den anderen davon überzeugen möchten, dass wir Recht haben und der andere Unrecht, geht es sehr häufig einfach darum, ja, dass das eigentlich nur hier oben im Kopf abläuft, ja, dass es geht nicht über die Herzebene, sondern es geht darum, den anderen zu überzeugen, ich habe Recht und der andere hat Unrecht und es gibt halt sehr selten Bestätigung dafür, dass ich Recht habe und der andere Unrecht. Aber Ausdruck bedeutet erstmal, dir selbst zu erlauben, was du ausdrücken möchtest. Ausdruck sind deine Gefühle. Ja, was empfindest du jetzt in dem Moment, in dem du dich unverstanden fühlst, in dem jemand anderer über dich drüber prescht, ja, dich nicht wahrnimmt, in dem jemand anderer dich verletzt oder dich beleidigt oder dich überfordert, dich übersieht. Es gibt ja so viele Dinge, die uns in unserer Empfindlichkeit wirklich verletzen, die uns dann wütend oder traurig oder aufgeregt machen oder was auch immer. Und es geht darum, dass wir in die Identifikation zunächst mit dem gehen, was wir ausdrücken möchten. Und der Ausdruck, der göttliche Ausdruck in seiner Vollendung, der geht nicht dahin, dass er predigt, dass er andere belabert, ja, weil dadurch schalten die meisten Menschen ab, wenn man zu viel redet, irgendwann hört keiner mehr zu, ja, vor allem, wenn einem dann 100-mal dasselbe erklärt wird, was man wieder falsch gemacht hat und so weiter, das kennst du auch, das mag niemand, es geht einfach darum, dass wir uns selbst gegenüber diese Wahrheit erlauben zu sein. Ich bin jetzt schon beim 3. Symbol bei Anjulu. Und in dem Moment, in dem ich beispielsweise in einem Konflikt bin, ja, und jemand verletzt mich und ich halte einfach inne und gehe raus aus der Situation und mache eben keine Vorwürfe und sage, was ich fordere, eine Entschuldigung oder dies oder das, sondern fühle, was das, was jetzt gerade ist, mit mir macht. Es macht mich zum Beispiel traurig, willkommen Traurigkeit, oder es macht mich wütend, willkommen Wut. Egal, was auch immer ist, es da sein zu lassen und es zu verdauen. In dem Moment sind wir bei uns und nicht mehr beim anderen. Und in dem Moment, in dem wir bei uns sind, erzeugen wir ein anderes Resonanzfeld, nämlich das, dass der andere durchaus in solchen Fällen, das habe ich schon erlebt, indem ich eben nicht in den Konflikt gegangen bin, sondern mich rausgenommen habe und geschaut habe, was es mit mir macht. Das kannst du mit allem machen, das kannst du mit Corona machen, das kannst du mit einem Streitgespräch machen, das kannst du mit einer blöden E-Mail machen, das kannst du mit allem machen, was dein Feld tangiert und was sich einfach nicht gut anfühlt. Und in dem Moment, in dem du dieses erlaubst, das auszudrücken, dir selbst gegenüber, das ist der Schlüssel, geht das Außen in eine veränderte Resonanz. Und das bedeutet, dass unter Umständen der andere dann auf dich zukommt und sich entschuldigt, was du dir so sehr gewünscht hast. Ja, dass der andere genau das macht, was du dir wünschst. Es funktioniert aber nicht, dass du etwas tust, damit der andere funktioniert, sondern es geht darum, dass du dich dadurch, dass du dir deinen Selbstausdruck erlaubst, dich freimachst von der Reaktion des anderen. Weil wenn du dir selbst die Anerkennung für deine Wut, für deine Trauer, für dein Unverstandensein gegeben hast, bist du vollkommen frei davon, ob der andere das versteht oder akzeptiert oder nicht.
Und ob er dann auf dich zukommt oder nicht, das ist eben seine freie Wahl. Und diese freie Wahl, von der bist du aber unabhängig, weil das ist dann schön, wenn er Einsicht zeigt, und wenn nicht, dann ist es, er ist ja in einem ganz anderen Film unterwegs. Und sobald du dir die Anerkennung für deine Wahrheit gibst, für das, was du empfindest, für das, wofür du einstehst, in dem Moment wirst du jeden Tag ein Stück mehr stärker und du wirst immer mehr Menschen in dein Feld ziehen, die dich in dieser Erfahrung unterstützen, die zu dir passen, nicht auf der Schmerzebene, sondern auf der Glücksebene. Und das ist das Bewusstseinsfeld, das ich gerne heute mit dir und mit allen lieben Verbundenen erzeugen möchte. Anina hilft uns dabei, wirklich das, was uns hindert heute, es ist hier irgendwie so warm und meine Haare kitzeln mich so. Anina hilft uns dabei, dass wir das, was uns einfach davon abhält, uns diesen Selbstausdruck, das Erkennen des Selbstausdrucks, das Erkennen dessen, was uns so wichtig ist, wirklich diesen Widerstand dagegen aufzulösen, sodass wir wirklich klar sehen können, dass unser Licht ungebremst einfach strahlt. Und dabei unterstützt uns auch Solaya. Solaya hilft uns einfach auch dabei, die Dinge, die wir uns dann von außen reingezogen haben, vielleicht weil wir unsere Grenzen nicht gesteckt hatten, weil wir zu verständnisvoll waren, weil wir zu sehr gepredigt haben und gekämpft haben und dadurch beim anderen waren und nicht eben in uns. Ja, und dadurch unser Laden offen war und was anderes reinfliegen konnte, was in diese Verwirrung geführt hat. Genau das hilft uns, Solaya aufzulösen. Und Anjolu hilft uns dabei, wirklich unser göttlicher Ausdruck in seiner Vollendung zu sein und uns so auszudrücken für unseren Ausdruck uns selbst gegenüber. Es hat nichts damit zu tun, dass du deine unverdaute Wut einem anderen vor die Füße schmeißt. Der wird sie nicht aufräumen für dich, garantiert nicht. Der wird dafür sorgen, dass deine Wut noch größer wird und dich damit auf dich selbst zurückschmeißen. Und wir können das wählen und dann machen wir halt mehr und mehr und immer mehr die Erfahrung, ja, dass wir bestätigt sind in dem, was wir über uns selbst glauben, was wir ausdrücken oder nicht. Und in dem Moment, in dem du dir deine Wahrheit selbst eingestehst und dich frei machst davon, ob der andere das versteht oder nicht, bist du frei. Und dieses Bewusstseinsfeld der, ich nenne es einfach mal der inneren Freiheit, ja, durch den Ausdruck, durch deinen Ausdruck, das möchte ich jetzt gerne mit dir, mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Anina, Om Solaya, Om Anjolu, Om Anina, Om Solaya, Om Anjolu, Om Anina, Om Solaya, Om Anjolu, Om Anina, Om Solaya, Om Anjolu. Hab einen fantastischen Tag. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs Warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.